Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Styx Masters of Shadows. Ja, wir sind mit dem Spiel zwar durch, aber ich habe ja gesagt, ich mache 100% und dann halte ich mich auch daran. Was wir jetzt machen, ist kein Gegner töten. Das heißt, ich werde einfach nur durchflitzen. Und ohne einen einzigen Gegner zu töten, sondern einfach nur zu versuchen, bis zum Ziel zu kommen. Ja. Wird schwierig. Ein Agent? I must know who it is. He must have a key. Anything there? I'm sure I heard something. There's no way we can leave a bastard like that wandering around. We've got to find him. I've got to say, I'm not unhappy. You're right. Old Barryman was too soft. Wer weiß, vielleicht schaffe ich auch, noch das ohne einmal Alarm auszulösen. Zusätzlich zu dem. Wird zwar echt schwierig, also warte mal, vielleicht sollte ich ein wenig im Schatten weiterhin bleiben. So. Kein Alarm, kein Kill bis jetzt. Ich mach neuen Stand. Who goes there? Ah, okay. Ich muss mir was einfallen lassen. Also, da haben sie mich gerade gesehen. Da hat er mich gesehen. Okay, da muss ich flink das machen, was ich mir schon dachte, was ich machen möchte, muss und will. Ob das klappt, ist die andere Frage. Das wird richtig hart dumm, was ich jetzt versuche. Ja, das war klar. Dann versuche ich was anderes. Ich muss mir was einfallen lassen, also das... Ah, Scheinwerfer. Okay, dass er mich dann natürlich mitkriegt, ist ja klar. Okay. Wo kann ich denn lang noch? Muss ja noch irgendwo einen zusätzlichen Weg geben, wo drüber ich quasi... noch mehr Strecke zurücklegen kann. Ich habe eine Idee, eine verrückte Idee. To
Hey. Kein Alarm, kein Kill. Gut. Sehr schön. Das wird eine Weile dauern, Leute. Ihr müsst ja bedenken, ich muss ja pro Kapitel so ein paar Speichern machen, dann wieder ein bisschen freiräumen. Und immer darauf achten, dass halt kein Alarm ausgelöst ist. Oh, oh, oh. What? Ah, ja, das war klar. Da war ich ja zu voreilig. Also, ich will halt ohne Alarm und ohne einen Kill bis zu einem bestimmten Punkt, weil dann kann ich sagen, okay, wenn ich dann ab einem bestimmten Punkt dann doch mal einen Alarm oder ähnliches auslöse, dann ist es nicht so schlimm, weil, ja, ich ja vorher nochmal gespeichert habe. Aber so die ersten zwei Kapitel würde ich dann ganz gerne schaffen wollen. Jetzt kommt der daher. Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Hat geklappt irgendwie. Kein Alarm, gar nichts. Dann kann ich hier nochmal speichern auf dem neuen Stand. Und kann den ersten schon mal löschen, so wie den zweiten vom ersten Bereich. Okay. Speichere den noch mal ganz kurz. Civilian and military population. By decree of the Inquisition and Governor Aaron Barriman, a curfew is imposed for any individual of the elf race. Kein Alarm, gar nichts. Sehr schön. Was ich mich nur frage gerade leider. Oder gerade frage leider. Wie soll ich das schaffen? Drei. Das hat mich jetzt gesehen. Ich habe ein Problem mit den Tasten finden, leider gerade ein bisschen. Also ich muss die 4 drücken. So. Überspringen. Ich speichere nochmal, weil ich nicht weiß, ob das vielleicht sogar reicht, meine Energie. Reicht sogar tatsächlich. Ja. Ich habe ein Problem allerdings, stelle ich gerade fest.
Ich kann das nochmal überschreiben. Das war nicht so gut. Ja, ich muss ein bisschen. Warte mal, ich kann doch einfach auch. Genau. Das war dumm. Schöner Cutscene-Skip irgendwie irgendwo. Jetzt brauche ich noch ein Rezeptchen hierfür. Euer Stand. Muss mit ihm die wirklich komplett wegläuft. Ja, der wird mich entdecken, oder? Ja. Ah, ich dachte, da sind alle weggerannt. Nein, da ist noch einer, der an der Tür steht. Okay. Okay, da war wieder dieses Prinzip. Du wurdest quasi entdeckt und wirst trotzdem getroffen, auch wenn du schon gar nicht mehr bei dem Ork bist. Also meine KI wird rausgerissen aus meinem Körper und gesagt, hier, du wurdest entdeckt. Come here. Good job done. Fuck. Er schläft weiter. Hm.
Gucke kurz nach. Kein Alarm, kein Kills. Sehr schön. Dann haben wir den ersten Abschnitt tatsächlich so geschafft. Und dann geht es natürlich im nächsten Abschnitt genauso weiter. Das Blöde ist nur, wir müssen einen Schlüssel stibitzen. Das ist halt das Blöde. Das heißt, erstmal. Something's making a noise over there. What was that noise? Blast! There! Nee, kein Alarm, keine Kills. Who goes there? Show yourself! Ach komm! Du kannst mich gar nicht sehen. Im Tutorial-Level wurde gesagt, stell dich an einer Wand und die Wachen können dich nicht entdecken. Also ganz ehrlich, am Arsch mit dem Tutorial. Ganz ehrlich, am Arsch mit dem Tutorial. Ich glaube, da hat jemand nicht nachgedacht von den Entwicklern und hat gesagt, okay, du kannst dich so verstecken. Aber hat da gefehlt. Das Aber hat da gefehlt. Aber sowas von. Someone there! Stop! He couldn't go far. Let's look in here. No, there's nothing. Was there someone there? I think I saw something over there. All right. Hey, is there someone there? Hey! Someone there? Stop! Door. Hallo? Okay. Müssen wir hier speichern? Und können wieder ein paar löschen.
know that. Fuck. Let's have fun. It's disappeared. Don't let it get away. Messing around. Sure, I know yourself. Looks like there's something out there. It couldn't go far. Let's look in here. Wir haben noch keinen Alarm, noch gar nichts. Das ist sehr schön. Ah, dang it. Kurz mal da laden. Okay. Da muss ich lieber noch mal warten, bis er noch die zweite Runde dreht. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu knapp. BZW, ich muss eigentlich, wenn ich das richtig sehe, sind da ja zwei solcher Wachen. Da, ah, scheiß Armbrunsch. Armbrustschütze. Und der ist hier gleich schon wieder. Das ist doch zum Mäusemelken. Ready, elves? It's savior time. No, no, Rakash. Just leave them where they are. Hey, Leute. Shit. Ich würde sagen, all these elves, for centuries, they've been watching me. Ja, ich werde noch mal weglocken müssen. They've been whispering in my ears, thousands of them. Never a moment's rest. Take it anymore. This is my chance to finish with it. Leave them where they are. Must reach the heart of the tree. Not prevent me. Ah, the pain. It's worse all the time. Kein Alarm, keine Kills. Nein, nicht neu starten. Nicht jetzt. Nicht, wenn ich es gerade fast geschafft habe, Leute. So, dann kann ich das hier löschen inzwischen. Ey, wenn ich jetzt wirklich schaffe, was ich denke, was ich schaffe, dann Respekt an mich selber.
find a way to stop it. Dann kommt gleich wieder dieses ganze Gelaber von ihm, weil ich ja vom Kokon stehe, damit ich das nicht überskippen kann. Come on. This is bullshit. As soon as I get out of here, I'm gonna kill you all. You hear me, Elf? All of you. You're gonna die. My friend, I am sorry that my peers and I have a different view of things. But I beg you to forgive them. So, jetzt können wir nur abwarten und Tee trinken, deswegen würde ich sagen, geht's im nächsten Part weiter. Da bin ich dann neugeboren, ihr kennt ja die Stelle schon. Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao. Tschüss.